So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Rot, der Randomizer. Pokémon Rot, der NFP Nasau Challenge Deluxe. Und nachdem wir gestern munterfröhlich Mew gefangen haben, geht's heute gegen einen harten Arena-Einterkampf. Ich weiß, ich gehe jetzt blind rein. Ich weiß nicht, womit sie anfängt. Ist mir auch völlig glatte, ja. Was ich jedoch weiß, ist, dass ich Dirty Dancer nach vorne schicken werde. Und Dirty Dancer wird mit Mr. Trackis wohl unser MVP in diesem Kampf. Vielleicht noch Sayu als Finisher irgendwie mal rein. Aber ich denke, Dirty Dancer wird die Sache alleine schaukeln müssen. Oder übel. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf. Aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Jawohl! Kleiner Battle gegen Sabrina. Simsal beim Sabrina und sie fängt mit Kadabra an. Okay. Auf Level 38. Gut, passt eigentlich soweit. Kadabra wird jetzt auch noch besamt. Vorher habe ich ja erstmal schlafen gelegt. Und es gibt einen Psychstrahl für uns, der mehr oder weniger viel KP abzieht. Und nochmal eine Psychokinese, die daneben geht. Keine Ahnung, was es mit dieser verdammten ersten Gen auf sich hat, aber ich hoffe natürlich auch, Sabrina wird hier keine Tränke einsetzen. Aber ich denke, mit Level 45 haben wir schon richtig gut trainiert. Solarstrahl gibt es jetzt hier für Kadabra und Volltreffer und Kadabra ist tot. Jetzt haben wir Pantimos. Bei Pantimos muss ich wohl oder übel auch drin bleiben. Und es gibt Duplexi. Hodenklatscher für Mr. Nee, für Dirty Dancer. Dirty Dancer, mein Freund. Ich hoffe, die Hodenklatscher tat nicht allzu sehr weh. Oh, voll die Witzlabs. Junge, hör mal auf! Es reicht. So, viermal getroffen wieder. Und jetzt gehst du schön schlafen. Und der trifft mit Duplexi die ganze Zeit. Was ist das denn? Der, ich meine die. Oder das Panty. What? I can't comment. Na egal. So, ein weiterer Solarstrahl. Ist halt ein bisschen blöd, dass hier Dirty Dancer nur Solarstrahl kann. Aber Solarstrahl, warum nicht? Ne? Also, boah. Mit Hypnose ist das ja eigentlich nicht so mega schlecht. Und jetzt haben wir Omod. Und da können wir eigentlich drin bleiben. Einfach Blutsauger. Vierfach effektiv. Ne? Da muss man wirklich aufpassen. Aber Psychokinese ist hier bei mir halt auch sehr effektiv. Und Giftfutter geht Gott sei Dank daneben, sonst hätte ich hier ein kleines Problem. Und auch Omod wird besiegt. So, jetzt haben wir Simsala da. Die können einfach alle nichts gegen mein, gegen mein Owei machen, ne? So schaut's aus. Irgendwie, Genesung. Er hat dir jetzt auch sehr viel gebracht, mein Freund. Außer, dass ich dir jetzt mehr absaugen darf. Und es steht weiter das Simsala und wir greifen jetzt mit einem Solarstrahl an. Ich bin gespannt, wie die Solarstrahl abzieht. Ich denke mal, so die bis zur Hälfte könnten wir sogar kommen, wenn wir Glück haben. Ja, sag ich ja. Und. Eigentlich müsste Solarstrahl doch jetzt ein Kill sein, oder? Aha. Jawohl. Und damit hätten wir Sabrina besiegt. Gegen Dirty Dancer gibt es da halt kein Vorbeikommen, sag ich ja. Also der Movepool von Dirty Dancer, der ist einfach zu tight. Man stelle sich das vor, ich hätte das jetzt statt Hypnose mit Toxin gemacht. Manche sagen ja auch Toxin, nach dem Motto Doppel-N. Ja, alles klar, Leute. Weiß ja nicht, wo ich hier gelandet bin, aber gut. Und wir sind jetzt hier raus aus Safronia City und gehen langsam Richtung letztes Viertel im Spiel, ne? Ich meine, wir müssen jetzt nur noch zur Zinnoberinsel und dann war es das eigentlich auch. Haben wir in Alabastia schon was gefangen? Alabastia haben wir, glaube ich, einen Quapsel gefangen, ne? Aber in Alabastia durfte ich sogar, glaube ich, gar nichts fangen. Wegen Professor... Ach, keine Ahnung. Ist ja aber auch nicht relevant, weil ich irgendwie bis jetzt eh keine sonderlich nennenswerten Verluste hatte. Ja, doch, Pi hatten wir, ja, Prinz Pi. Und dann noch ein Hakan, ja, gut, komm. Aber das war's, ne? Sonst hatten wir wirklich hier keine sonderlich großen Verluste. So, Dirty Dancer geht jetzt nach hinten mit Sayu zusammen. Hakan Ninjo vielleicht nach vorne. So. Das sollte so passen. Hier können wir uns aber an Pokémon fangen. Von daher kommt Mr. Trackis wieder nach vorne. Let's go, let's go, let's go. Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Ich bin gerade aber auch am Rätseln, warum ich diese ganzen Pokémon auch überhaupt fange, ne? Ich muss sie doch gar nicht fangen. Ach, keine Ahnung. Ich mache es, damit ich hier nochmal ein paar Abonnenten in dieses Projekt eingliedern kann. So, ich nenne dich ganz praktisch
Ja, ne, ein Radfatz. Wie ist mit Circa? Also Circa hat ja auch so Raffzähne. So richtig dicke Raffzähne, ja, also warum nicht? Circa, du bist dabei, mein Freund. Du bist ein Ratzfatz. Wie denn auch sonst, ne? Oder was denn auch sonst? So, ich muss schon mal kurz einen kleinen Blick auf die Karte werfen, um zu gucken, das ist nur eine Route. Also Kraftwerk können wir auch noch was fangen. Also wenn Elektro-Pokémon sein will, bitte in die Kommentare schreiben. Denn das Kraftwerk werde ich demnächst auch mal nochmal besuchen. Vielleicht finden wir da noch einen Ersatz für Mr. Trackis, wenn der irgendwie von uns scheiden sollte. Man weiß ja nie. Und man sollte wirklich jede Option in Betracht ziehen. So. Hakan Nino wieder mit Fliegen und Fliegen ist wieder ein Kill. Jawohl. So, jetzt kommt Goldini. Goldini, Goldini, Goldini. Ich habe eine Pornostimme, Pornostimme, Hornostimme. Du Goldini El Horno. Und Hakan Nino schafft kein One-Hit auf dem Goldini, was 14, 15 Level unter ihm ist. Ah, ist das peinlich. Aber er trifft sich wenigstens nicht selber. Ja, kaum nehme ich es in den Mund. Ja. Ja, ihr kleinen perversen Lümmel hier. Was habt ihr wieder gedacht? Kaum ziehe ich es in Betracht, schon trifft es sich selber. Also, Hakan, du bist schon so ein kleiner, du bist so ein kleines Vibe irgendwie, ne? Kannst du dich entscheiden. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Hakan, das Vibe. So, wir fliegen jedenfalls nochmal. Und der hat hier drei Goldkings und ein Goldini, was irgendwie für mich keinen Sinn macht. Ich meine, was macht das Goldini, der? Ich meine, three Sea Kings and one... Oh mein... Three Sea Kings, one Goldin. Alter. Geht doch. So, wenn ich jetzt eine Hornattacke kassiert hätte, dann wäre das hier der sichere Tod für Hakan. Nein, du entwickelst dich jetzt auch nicht. Meine Güte. Oh, irgendeiner von denen hatte wirklich hier 6 Karpados. Ich glaube, das war der. Und gegen den kämpfe ich jetzt nicht. Ich habe Besseres zu tun, als gegen 6 Karpados zu kämpfen. Das war der mit den 6 Karpados, ne? Ja, das war der. Vielleicht, oder hat er den... Ach, ich weiß. Und was macht ein Glatzkopf auf See? Was macht ein Glatzkopf auf See? Das ergibt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Was macht dieser fette Sack auf See? Kann der überhaupt schwimmen mit seinem Bike? Oder gehen die mit... Hä? Oder gehen die mit den Bikes schwimmen? Ja, das gibt's ja auch. Hier, noch, hier, Tentoxa. Oh, Tentoxa. Bin der Boss hier. Arme über Kreuz. Arme verschränkt. Bin der Babo. Niemand kann was gegen mich. Ich bin der Beste. Bin der Babo. Was haben wir hier? Die See reinigt Körper und Seele. Ja, deinen Körper sollte man auch mal rein. Bist du Gamer? Oh, der war böse. Haha, der war richtig böse. Ja, und ich habe jetzt den 1. April. Und Leute, ich muss euch was sagen. Ich kann euch absolut nicht leiden. Ihr seid scheiße, ihr seid unlustig. April, April. Ah, wie mir diese ganze April-April-Kacke auf den Sack geht. Euch auch? Also mir geht die total auf den Senkel. April, April. Total infantil. Ich meine, ich komme auf irgendwelche diversen Seiten an, wo ich zum Beispiel registriert bin, irgendwelche Browser-Games, dann steht da so, ja, tut mir leid, wird jetzt demnächst kostenpflichtig. Und ich denke mir nur, ah ja, okay, wenn es jetzt die letzten 5 Jahre nicht kostenpflichtig war, warum soll es denn jetzt kostenpflichtig werden? Ah, Moment, wir haben den 1. April, ha, ihr seid mir aber lustig. Ja, mittlerweile bin ich auch am Rätseln, ob vielleicht das mit Formstring kein April-Scherz gewesen ist. Also, die haben ja hier wirklich überlegt, ob Formspring nicht geschlossen werden soll. Aber ich habe mir dann so gedacht, ey, Moment mal. 31. März, 1. April. War das vielleicht ein dummer April-Scherz von Formspring? Aber damit hätten die wirklich jeden gelingt. Finde ich, denke ich. Oh mein Gott. Ah, und das Fliegen manchmal hier daneben geht, das ist, fuck you, ne? Sag ich dazu nur. Na, egal. So, Gold. Und wie dann Gold? Ah, Mann. Ich sag dazu einfach gar nichts. Sagt mehr als 1000 Worte. Und ich denke, Mr. Trackis wird jetzt hier die ganzen anderen Fische abschlachten können. Was ich mich auch frage, warum kann ich oder wäre es nicht möglich, dass ich hier mit Mr. Trackis irgendwie einfach mal Donnerblitz auf das Wasser richte?
und die ganzen Schwimmer mit ihren Pokémon besiege und dann einfach die ganzen EP bekomme. Wenn das nicht ein bisschen sparender in Nintendo, Game Freaks. Ach, keine Ahnung. Gut. Jedenfalls hätten wir jetzt auch noch hier dieses Mushas besiegt und das ist ein Vagina. Eine Mushi. Weg damit. Mann. Entschuldigung, ich wollte nicht so sein. Der Schwindibus. So, okay. So viele Trainer sind da auch nicht, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ich glaube, da ist noch ein Schwimmer auf See mit einem Shillock, also ein Exote. Ja, irgendwie sowas war da noch. Ja, der nicht, der hat hier einen Stami. Stami! Sagt ihr eigentlich immer Sternu oder ist Sternu? Ne, Moment. Stami oder Stami? Ich meine, mich erinnern zu können, dass irgendwo mal jemand Stami gesagt hat, auch in Anime oder so. Da war doch was. So, das ist der mit dem Shillock, glaube ich. Nee. Die Shillocks hatte der, oder hatte der erst einen Gold-Silber-Kristall? Kann auch sein, dass er erst ein Gold-Silber-Kristall so war, dass jetzt, dass er einer mit zwei Shillocks war und einem Remoraid. Nee, der hat einen Shillock, sag ich doch. Boah, der Sprite von Shillock. Was denn mit deinem Panzer da vorne passiert? Sieht ja voll verschoben aus. Richtiger Erdriss. Krass. Okay. Ich glaube, sonst gibt es ja eigentlich nichts mehr, was wir machen können. Nö. Wir sind auf der Zinnoberinsel, Leute. Die feurige Zinnoberinsel, die leider in Gold-Silber-Kristall abgebrannt ist. Dafür eine kurze Schweigeminute. Pim, 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 boah. Sorry, da muss ich gerade ein bisschen lachen. Okay. Und auf der Zinnoberinsel können wir uns noch einen Pokémon fangen. Oh, die Box ist voll. Ja, ich komme noch. Na gut. Box wechseln. Wir wechseln jetzt die Box auf Box 3. Legen einfach mal Ayub kurz ab. Denn auf der Zinnoberinsel werden wir uns jetzt ein Fossil-Pokémon wiederholen. Und zwar ein Ammonitas? Ammonitas, ne? Ich verwechsel mal Ammonitas und Amoroso. Marcio Amoroso. War das nicht der? Ja, doch, das war der. Ja, ich habe das Helix-Fossil für dich. Okay. Es wird einige Zeit dauern. Das finde ich auch immer lustig. Er sagt, es wird einige Zeit dauern. Dann gehe ich kurz raus und wieder rein, mir eine rauchen. Was? Ich rauche nicht. Und jetzt ist er auch einmal fertig, ne? Ja. Ja, wo warst du? Ich war kurz vor der Tür, mir eine rauchen, du Vogel. Was? Ja. Ein Ammonitas. Wie wär's mit... Geh erstmal mit Tufan. Ja, gut. Tufan hat nämlich letztens einen ganz lieben Brief geschrieben. Ich glaube, er hat auch drin gebeten, dass er doch ein Pokémon sein will. Und du bist jetzt ein Ammonitas, was direkt auf die Box kommt, für den Fall der Fälle. Ammonitas. Boah. Wow, also Ammonitas. Ich bin gerade ein bisschen begeistert von den Werten her. Verteidigung 66, Spezial 64. Das ist eigentlich... Moment, wie... Ich muss ja gleich gucken, wie viel Ayub hat. Das war echt gut, ne? Ayub hat im entferntesten nicht so viel Spezialangriff wie Dings. Aber dafür kann Tufan kein Dings mehr lernen. Kein Eisstrahl. Der hat jetzt schon auf Level 30 mehr Spezial als Dings. Ah, nicht mehr so viel Verteidigung. Wow, also ich bin da gerade ein bisschen beeindruckt. Und wisst ihr was? Es wird jetzt nämlich auch Zeit. Bitte ein Vulkan. Vulkan wäre so toll. Wie, es kommt ein Radikal geht eh nicht. Bonita. Warum Bonita, Alter? Warum so ein komisches Pony? Sieht aus, als ob ich reiten würde. Sehen wir so aus! Ich hasse Pferde! Deswegen war mir auch dieser Lasagne-Skandal. Völlig, ging mir im Arsch vorbei. Ist mir doch egal, ob ich Pferd esse oder nicht. Prinzipiell, ja. Ich weiß natürlich, es geht hier um Verbraucherdings. Verbraucherschutz. Von wegen, man soll immer wissen, was man isst, aber trotzdem. Ah, ein Pferd. Wie wär's mit.
Ponita. Ponita hat immer in meinen Augen was Weibliches. Vanessa, passt das so? Ich hoffe, das passt so, oder? Vanessa, okay. Ja, das war's für die Episode, Leute. Ja, Vanessa ist, by the way, ein Abonnent von mir. Sehr liebe, die mir auch mal einen Brief geschrieben hat. Ja, meine Freunde, vielen Dank fürs Zugucken. Haut rein, macht's gut und ciao. Im nächsten Mal geht's weiter mit dem mysteriösen Pokémon-Haus, wo früher Mewtwo gezüchtet wurde. Ja, haut rein, macht's gut und ciao. Euer Rie.